Ja, Freunde, herzlich willkommen hier wieder zum LOP Circles Lost of Paradise Rennstrecke. Hier geht es nun los mit dem Qualifying. Und hier kommt er schon, der Erste, und fährt hier durch. Und die Zeit wird gestoppt von Falke. Und wir warten nun, bis er wieder zurückkommt. Und hoffen, dass der eine gute Platzierung macht, weil er ja die WTA vertritt, die WTA Klaus. Und natürlich liegt die ganze Hoffnung in meinem Freund, in meinem Kumpel, in meinem Arbeitskolleg, dass er ja für uns die gute Zeit rausfährt und nachher auf dem Treppchen steht. Ganz klar. Ja. So, der Dr. Talos macht nachher den Startschuss. Und wir warten nun, bis er wiederkommt. Ich muss nachher eine Zeitansprache machen oder eine eine Ansprache machen, keine Ahnung, weil die anderen irgendwelche Probleme haben mit ihrem Mikro. Keine Ahnung, woran es liegt. Das wird er wahrscheinlich nachher noch mitgeteilt bekommen, was ich da sagen soll. Und natürlich vorm Rennen wollen wir nochmal einen kleinen Cut machen. Und beim Rennen melde ich mich natürlich dann wieder, ganz klar. Dann da von da oben, vom Tower, vielleicht erst nach dem Start, wo ich dann aufgehen, oder während dem Start, oder puh, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. So, jetzt höre ich ihn auch schon wieder. Irgendwo kommt er. Jetzt wieder ein Boxenplatz oder was? Nee. Ja, Freunde, mein Kollege ist verschollen. Wir hören doch. Ja, das ist schlecht, wenn man hier irgendwie nicht durchschauen kann und hier jetzt da oben steht. Das müsst ihr mir verzeihen, bitte. Müssen wir jetzt so klarkommen. Ah, da kommt der angefahren. Mein Kumpel Klaus, gib alles, Klaus, gib alles, 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 gib alles. Jawohl, mein Kumpel Klaus. Okay. So, der ist schon mal durch. Der nächste wird dann gleich losfahren. Das ist das Qualifying vom LOP Circles. Circles. Ja, vom Zirkus. Von der Rundstrecke. Von der Kartbahn. Und wir machen hier Qualifying. Und hier kommt auch schon der nächste. Das wird Jake sein. Gib alles, Jake! Jawohl. Und ja. Guck mir mal den Pokal an. Ja, Klaus, das ist eine gute Idee. Bin dabei. Und Klaus, wie war Runde? Bist du irgendwo hängen geblieben? Ja, zwei, dreimal. Ist mir immer was weggerutscht. Total scheiße. Okay, was hast du für Zeit gefahren? Keine Ahnung. Ja, Klaus, also mindestens den dritten Platz muss ich erreichen, ja, für die WTA-Vitrine bei uns im Speditionshaus, in der Kantine, dass wir was zum Ausstellen haben. Oh, 2,21, oh Klaus, war ja Sebi besser. Dreimal eingeblieben, dreimal. Was hat Sebi? 2,5, 2,9, Falke? Falke spricht nicht mit jedem. Nee, Falke spricht nicht mit jedem. Der hat Stift und Block. Ich hab gehört, der hat Zungenlähmung. Ja, ja, ja. Soll aber bald wieder weg sein. Oh, 2,14. Oh, das ist gute Zeit. ...2,21, Klaus. Mann, Mann, Mann. Geht ja noch. Das sind 7 Sekunden gerade. Im LKW bist du schneller. Ja, wenn ich mit Hammett gefahren wäre, erste. Ja. So, wo bleibt jetzt der Jake? Der verschollen. Ich aber auch scheiße. Wie bitte?
Die Dinger lenken sich ja auch scheiße. Oh, die lenken sich gut, hey. Ich Wie so ein kann recht gut fahren eigentlich mit denen. Quad. Wie so ein Quad fahren die sich. Ja, Squad ist doch geil, hey. Also ich habe wenig Probleme mit Kart. Also das letzte Mal, wo ich gefahren bin, war ich Erster. Und beim zweiten Mal sind drei in mich reingefahren, aber dann letzter. Feuerball, Junge. Nö, nö, habe ich noch Glück gehabt. Kann ich noch Glück gehabt. Aber war schon arg ramponiert, das Ding. Aber das kannst du halt nur als Cop, das Ding fahren. Ja, und nicht als Zivilist. Als Cop kannst du reinspringen und das fahren. Komischerweise. Als Cop einfach so ohne DLC fahren? Ja, das darf, ja. Yo, Jake! Lass Jake gewinnen. Ja, 1,50 ist ja nicht so viel. Aber ich weiß nicht, für was soll man das kaufen? Ich weiß ja nicht. Ja, muss man nicht haben. Ist ganz lustig, aber ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das unbedingt haben muss. Na gut, wegen der Anzüge ist halt nice, weißt du? So ein Jacket für die WTA passt es gerade. Ja, die hier gerade auf jeden Fall. Genau die Farben. Aber welcher Neuling gibt schon 1,50 aus, nur dass er den Anzug tragt? Ja, da tut es der Pilotenanzug ja, auch, der weiß ich. 1,50 für einen Anzug. 1,50 für einen Anzug. Nicht drin. Ja, die Dinger kosten ja normalerweise bestimmt 800 oder 1000 Euro. Die sind ja auch feuerfest und so ein Müll, ne? Ja, müsst ihr mal hinten ins Jacket reinschauen. Ah, okay, ja. Feuerfest, ja. Das ist ein feuerfester Anzug, ja. Asbest. Stimmt so. Asbest. Asbest. Das kannst du am Ende dann rauchen. Wenn es verkohlt ist, kannst du noch rauchen. Ja, Freunde, jetzt ist der dritte schon im Bunde losgefahren. Ja, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst, wer. Wahrscheinlich Bella. Bella wird losgefahren sein. Oh, da kommt jemand. Ja, Jake ist. Gott, wie schnell warst du? Keine Ahnung. Ein Fall gefragt. Zwei Unfälle. Zwei? Ja, ich hab drei gehabt. Das ist bestimmt ein Tick schneller gewesen. Frag mal den Fall gecheckt, da vorne, der am Und hier vor... Der leckt voll rum bei mir. Ja, und da war ein Hase mitten auf der Straße und ja. Ich konnte den nicht platt fahren. Also ich konnte nicht übernehmen, fand ich hab einfach... Oh, Jake, 2,41,60. 2,41, oha, oha. Okay, das... Klaus, was hast du? 2,21. Ja, der letzte wird der erste sein, so heißt er immer. Genau, wir schnell schön fahren, langsam los. Die anderen, die rammen sich dann alle, gibt's Feuerball, Junge. Und dann bist du Erster. Dann gibt's einen schönen Pokal. Da steht er, guck. Das war eigentlich meine Strategie. Ja, die Pokale schon gesehen. Ja. Und Bella, fährst auch mit, ja? Ja. Bist du als nächstes dran, oder? Oder wer fährt jetzt? Wer fährt jetzt gerade? Habicht fährt gerade. Habicht? Okay. Habicht fährt gerade. Der ist der Das ist der Sebi jetzt eigentlich. Oben auf dem Tower. Ich glaube, der ist oben im Turm. Na, nee, da hinten läuft doch. Ja, und jetzt kommt der vierte im Bunde, der Habicht. Ja. So, schauen wir mal. Was hat denn der für Zeit gefahren? Fragen wir mal. So, Falke. Oh, was hat der Habicht für Zeit gefahren, bitte? Die Bahn ist frei.
Ich muss auch noch mal mein Car tanken. Was hat denn der Habit für Zeit gefahren? Ja, Leute, da kommt praktisch der vierte im Bunde, oder wenn sogar der, ja, der vierte, nee, der fünfte im Bunde ist das, Bella. Die Bella fährt gerade. So, bestimmt ein nices Rennen. Mein Kollege hat drei Unfälle baut, der andere hat zwei Unfälle baut. Und 2,30, 41. Oh. Okay. Dann ist der schon mal dritter. Da wird es richtig eng mit den Zeiten. Naja. Ja, Klaus, bist momentan dritter. Ich hab dann gesagt, dass man nochmal tanken. Bitte was? Ja, nicht tanken, eine Runde lang locker, zwei Pack Schauno. Okay. Da bist du viel leichter. Klaus? Ja, nee, der Kraft bringt nichts. Ja? Do you understand me? Nee, ne? Doch, ganz gut. Fünf bitte. Wir machen fünf Runden. Also, Moment. My English is not the yellow of the egg. Sebi, wenn du was sagst, hören wir jetzt nichts so. Gerade. Nee, das ist Sven, der ist doch. Ja, gerade geklopft bei mir privat hier. Die muss ich gerade mal reinlassen. Fünf Runden, ja. Ja, fünf Runden. Der Sieger bekommt 100.000. Der zweite 50, der dritte 25.000. Ich spende das. Mein Preisgeld einer wohltätigen Organisation. Und wie heißt die Organisation? Oh, keine Ahnung. Sternchen, Sternchen? Den Sanitäter. Den Sanitäter. Den Sanitäter. Den Sanitäter. Im Roten Kreuz. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Sternchen, Sternchen, ich habe Connector Pulli. Guck, hast du gesehen? Kaum ausgesprochen, nee, schon connected einer. Die kommen, falls ein Auto umtauscht werden muss. Naja, war doch Spaß. Ja, die kannst ja nicht flippen, die Scheißdinger, wenn du dann irgendwie so komisch hier an der Seite verkeilt bist. Doch, doch, die kannst du schon flippen, ein bisschen bumm machen. Nee. Doch, du kannst, wenn die auf dem Dach liegen, dann kannst du sie wieder vorbereiten. Also ich konnte meine bisher vorhin immer nicht flippen, wenn ich die hier an der Seite mit verkeilt habe. Mit Mausrad und dann... Nee, mit Windows-Taste. Vorbereiten. Ah ja, genau, vorbereiten, so ist es. Bei den Karten ist es mit Mausrad, Taste. Also Mausrad. Alles klar. Ja, danke für den Hinweis. Oh. Unsere Rap-Kids mitnehmen, ne? Ja, hab ich. Mein Rucksack ist voll. Ja, jetzt die Bella lässt sie ganz schön auf sich warten. Na, kommt's ja schon, wenn man vom Teufel spricht. Kommt's ja schon. Und oh, der Rad löst sich. Alles klar. Jetzt sind glaube alle durch. Hier im Qualifying. Und jetzt wollen sich hier alle mal aufstellen und zurecht machen. Vielleicht noch tanken, reparieren, etc. etc. Und wir sehen uns dann zum Rennen wieder. Am Anfang, bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich. Ciao, ciao.